Alles Gute zum Geburtstag, Fluffy! Ja, Fluffy ist endlich ein Jahr alt geworden. Boah, sie ist so aufgeregt. Liegt das an ihrem Geburtstag? Ich weiß es nicht. Aber sie ist so eine aufgedrehte, verrückte Nudel. Ich glaube, daran wird sich niemals was ändern. Egal, wie alt du irgendwann wirst. Und Fluffy weiß nicht, was auf sie heute zukommt. Ich habe ihren ganzen Geburtstag schon ewig geplant gehabt und habe mich die ganze Zeit nur auf diesen einen Tag gefreut, den heutigen. Und ich kann es kaum abwarten, alles zu dekorieren mit euch zusammen für Fluffy und ihr die Geschenke zu überreichen. Ja, ich habe Geschenke für sie. Hallo, das muss sein. Ich musste einfach Geschenke auch für sie besorgen. Und ich habe den Tag so ein bisschen geplant. Aber ich weiß nicht, ob ich alles so machen kann, wenn es später anfangen sollte zu regnen. Also ich habe Wetter geguckt und angeblich soll es regnen. Also wäre ein bisschen blöd, wenn das Ganze ins Wasser fällt. Aber mal schauen. Jedenfalls werde ich jetzt alles dekorieren. Fluffy war schon mit mir draußen. Ich bin schon mit ihr eine Geburtstagsrunde gelaufen. Sie hat auch schon gegessen. Und ich bin gespannt, ob ihr das eine schmecken wird, was ich ihr geholt habe, Leute. Ich bin so gespannt. Ein Daumen nach oben ist ein Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch für Fluffy. Finden wir richtig viele, die ihr Happy Birthday wünschen. Das wäre so cool. Und schreibt gerne eure Glückwünsche unten in die Kommentare, wenn ihr Fluffy gratulieren wollt. Oder was wollt ihr mit Fluffy sehen? Das könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich extremst auf diesen Tag. Mein Baby wird eins. Mein dickes Baby wird eins. Du Süße. Oh, wie süß kann man sein. Ja, ich habe hier so Ballons und Partyhüte. Fluffys Geschenke unter anderem. Ich habe noch zwei weitere hier. Und ja, Girlanden. Einmal solche mit solchen Konfetti. Jetzt auf einmal will sie unbedingt auf den Arm genommen werden. Ich habe sie übrigens gerade ein bisschen auch noch zurechtgeschnitten, weil sie sah ein bisschen zottelig aus. Ich dachte mir, das kann nicht so weitergehen. Ich muss mal ihre Öhrchen so ein bisschen freischneiden. Aber jetzt sieht sie, glaube ich, ein bisschen vernünftiger aus. Jedenfalls habe ich hier einmal so eine Konfetti-Girlande und eine pastellige. Und darunter habe ich noch so eine Zahl. Und jetzt kommen wir zu den Hunde-Geburtstagssets. Ich habe einmal das hier genommen und das hier. Und das kann ich ja für zwei Geburtstage oder drei oder keine Ahnung immer wieder benutzen. Ich fand die so süß. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen den beiden. Deswegen habe ich beide einfach mitgenommen. Mal gucken, was niedlicher aussieht und ob ich das irgendwie zusammenstellen kann. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe sogar extra Ballongas geholt. Also wenn das nicht voller Einsatz ist für sein Haustier, dann weiß ich auch nicht, Leute. Warum will sie mich immer ankauen? Immer noch. Wie so ein kleiner Welpe. Ehrlich. Ja, du bist so ein kleiner Welpe. Immer so rumgrunzen, rumkauen. Hey, echt, nicht meine Haare fressen. Nicht die Haare, Madame. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal Konfetti-Ballons und nein, nicht ankauen, Fluffy! Nein! Das ist ein Accessoire, Fluffy! Kein Spielzeug! Ja, okay, soll sie halt damit spielen, solange es nicht die Ballons sind. Was das Kind? Gut, dass ich so eine Heliumflasche geholt habe. Auf jeden Fall brauche ich diese zwei Ballons hier. Die sind nämlich kleiner und die passen zum Donut. Und was daraus entsteht, ihr könnt ja jetzt mal in den Kommentaren raten, bevor ihr nachher weiterschaut. Was ergibt das? Der angebissene Donut da hinten und diese beiden Buchstaben hier. Du weißt gar nicht, was noch auf dich zukommt, Madame. Und jetzt lass mich mal bitte das eben aufpusten, damit ich endlich mal deinen Geburtstagshintergrund fertig bekomme. Das ist quasi Fluffys Tisch und Fluffy sollte da sitzen, weil sie kriegt ja gleich noch was neben ihren Geschenken. Und dann sollte das schön im Hintergrund sein. Natürlich darf das dann nicht zu hoch hängen. Und das sollte schön auf dem Geburtstagsbild als Erinnerung festgehalten werden. Deswegen, ja, muss ich gleich mal schauen, wie ich das mache. Ich bin echt sauschlecht in sowas. Wirklich jetzt, ich bin richtig schlecht in sowas. Also ich kann nicht gerade Linien zeichnen. Ich kann nicht das einkalkulieren. Ich kann gar nichts davon. Also es ist wirklich Katastrophe, Leute. Und das ist noch nicht mal übertrieben. Dann habe ich mich für dieses Happy Birthday Lätzchen-Tuch entschieden. Das kriegt Fluffy nachher um, falls sie es mag. Das ist eigentlich ganz süß. Passt irgendwie dazu. Und dann werde ich noch zwei hiervon aufpusten.
Fertig ist der Hintergrund. Endlich. Ich brauchte ein bisschen, weil das richtig anzuordnen und einen Kleber zu finden, der hält, war echt schwer. Aber ich habe es hinbekommen und ich finde es total schön. Ich bin gerade total stolz auf diesen Hintergrund. Das glaubt ihr gar nicht. Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich finde das total schön. Findet ihr nicht? Ja, es sollte ein One heißen und hier ist ihre Zahl mit so Ballons. Ich habe alles versucht, so klein und Miniatur wie möglich zu machen. Ich glaube, den Partyhut setze ich ihr nicht auf, weil das wird sie sowieso nicht mögen und deswegen tue ich ihn als Deko hier auf den Tisch. Und ja, das Tuch hatte Fluffy gerade um. Oh, sie will lieber dran kauen. Na super. Wie sie sich hier einfach hinschillt. Auf dem Boden ist es kühler, ne? Ja, auf jeden Fall sieht man wegen ihrem ganzen Flausch das nicht. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sieht das nicht so süß aus. Ich glaube, wenn du einen Hund hast mit kürzerem Fell, sieht es deutlich cuter aus, dann sieht man das auch. Aber bei ihr, nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Deswegen lasse ich sie einfach so, wie sie ist. So ist sie sowieso am schönsten, ne? Du kleine Geburtstagsqueen? Ja? Oh. Jetzt aber kommt das Highlight, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Und haltet euch fest, was ich ihr geholt habe. Es ist etwas, was natürlich nicht fehlen darf auf einen Geburtstag, und zwar ein Kuchen. Ja, ich habe ihr einfach mal ein Happy Birthday Hundekuchen bestellt. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Deine Geburtstagstorte. Wow, guckt euch das einfach mal an. Wie schön ist der denn? Also ich wollte die 1 hier reinstecken, es hat aber nicht ganz so funktioniert. Ist nicht weiter tragisch, egal. Ich muss sowieso nachher kaputt schneiden, weil das relativ hart ist, so wie so ein hartes Leckerchen. Also kein Problem, ich habe jetzt einfach die 1 daneben gestellt. Und du hast schon ein bisschen dran geschnuppert, ne? Guck mal, wie fein sie daneben liegt. Oh, so süß, oder? Willst du das erst öffnen? Was ist wohl drin? Sie schnüffelt auf jeden Fall schon mal. Sie liebt ja Bälle und ich dachte mir, den einen, bei dem hatte sie es echt schwer, den irgendwie ins Maul zu bekommen. Vielleicht bei so einem Noppenball. Vielleicht ist es da besser. Ich glaube, da will jemand den Ball haben. Komm, packen wir die nächsten Geschenke aus. Das hier? Okay, Fluffy hat es kurz angeschnuppert. Und das nächste Geschenk sind Leckerchen, neue. Ja, sie liebt ja solche Kaustangen. Und da habe ich ihr das hier besorgt. Ja, ich habe dich auch lieb. Ich habe dich auch lieb. Oh, da ist jemand ein Happy Bear. Letzte 2 Geschenke. Welches willst du? Welche Geschenke? Das hier kaut sie gerade an. Es ist eine kleine neue Giraffe. Von der anderen ist sie nicht so ein Fan, deswegen habe ich ihr so eine mit mehr Plüsch geschenkt. Ich hoffe, die mag sie mehr als die andere, die sie hat. Mal gucken, was da drin ist. Fluffy leuchtet hier ganz aufgeregt immer hin und her. Ein kleines Kaninchen. Oh, das will sie sofort haben. Sie liebt es. Oh, weil es auch so klein ist, glaube ich. Man sieht vor lauter Flausch einfach gar nichts. Ich habe jetzt genug gespielt. Sie ruht sich jetzt ein wenig aus und später gehen wir raus in den Park zu einer Hundewiese. Ich hoffe, das wird was und es wird nicht die ganze Zeit regnen, weil es soll gleich regnen. Es sieht auch nach Regen aus. Auf jeden Fall freue ich mich extrem darauf und ich hoffe, Fluffy gefällt es. Das ist der Hamburger Stadtpark, echt riesig und ich liebe es hier, das ist so schön hier. Und hier werden wir hingehen, da ist die Hundeauslaufzone. Und da hoffe ich, auf andere Hunde zu treffen. Das. Fluffy hat gerade ernsthaft diese Hundestatue angebellt. Oh mein Gott, Fluffy, das ist doch kein echter Hund. Hä? Ist dir nicht geheuer? Ja, als wir dann dort waren, war es dann Fluffy doch nicht ganz so geheuer, weil ich glaube, die meisten waren Männchen.
Hause und ich glaube, Fluffy ist total erledigt. Das Erste, was sie gemacht hat, war sich hinzulegen, aber wir waren auch wirklich lange unterwegs. Es hat super viel Spaß gemacht und wir werden jetzt nicht mehr viel machen. Ich lasse jetzt Fluffy in Ruhe noch was essen und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Der Tag ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch so, so lieb. Bye! Und jetzt bekommt Fluffy noch ihr letztes Geburtstagsgeschenk, ein bisschen was zu essen. Ich glaube, darüber wird sie sich mega freuen, weil das habe ich ihr extra bei der Fleischtheke geholt. Und ja, ich glaube, sie wird es lieben. Ich hoffe, dir hat der Tag gefallen. Ich wünschte, du könntest ein bisschen reden, aber das kannst du ja leider nicht. Aber ich denke mal schon.